Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge von League of Legends. Heute ist Teil 2 dran. Das heißt, wir sind jetzt im zweiten Match und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen in kooperatives Spiel, wenn das schon geht. Oh, nice. Nice, wir können schon Gegner spielen und Match gefunden. Wir nehmen an. Ah nee, wir müssen noch gegen Bots spielen. Stimmt. Okay, wir nehmen aber wie immer Gewalt ist Katarina. immer eine Lösung. So. Jetzt habe ich erstmal wieder gezeigt, dass ich in die Mitte will. Was mit den anderen? Och, bitte nicht AFK. Ah, doch gut. Karma. Und nee, das würde ich gern ändern, kann ich aber immer noch nicht. Ach man, ich muss jetzt mal endlich hochleveln, damit ich andere Sachen freischalten kann. Oh Mann. Ja, weg. Tschüss. What? Ein Spiel wurde aufgelöst, weil ein Spieler keinen Champion ausgewählt hat. Du bist automatisch in die Matchmaking-Warteschlange zurückgekehrt. Okay, das heißt, irgendjemand hat anscheinend keinen Champion ausgewählt. Aber wir sind schon im nächsten Match. Perfekt. So, mal hoffen, dass da jetzt die Leute was nehmen. So, Katarina. Gewalt ist immer eine Gut. Lösung. Das ist nämlich immer, wenn man ein Match macht, am Anfang wichtig, dass man da eben schreibt, wo man hingehen will. Und ja, Katarina kann ich einfach im Vergleich zu den anderen ziemlich gut. Und deswegen will ich jetzt erstmal für den Anfang ein bisschen hochleveln, will ich gucken, dass wir die Matches gewinnen. Gut, die haben jetzt auf alle Fälle alle einen Champion ausgewählt, das heißt, ich bestätige es schon mal. Okay. I was first. Nee, der geht nicht mit. Egal, wir werden sehen, Leute. Ich mache einen kurzen Cut. Bis gleich. So, Leute, wir sind jetzt im Wartescreen. Da sehen wir auch, da hat jemand Riven genommen, da hat jemand Shen. Oh Jesus, wie spricht man den aus? Ja, irgendwie halt den genommen. Dann Ryze und Karma sind noch dabei. Unsere Gegner sind zwar wieder Bots, also Computer. Das sind Israel, Nasus, Ryze, Alistar und Galio. Moment mal. Ah, dann wird Ryze wahrscheinlich mitgehen. Oder Israel. Ja, und sorry, wenn ich jetzt mal einen Champion irgendwie falsch ausspreche. Ich habe mir irgendwie eigene Namen mittlerweile angewöhnt. Und ist halt irgendwie so. Hier sehen wir jetzt auch noch schnell unseren Ping. Der ist bei 37. Das ist eigentlich, ja, für League of Legends ganz gut. Schade, dass man es bei den anderen nicht sieht. Wie zum Beispiel die beiden hier sind ja richtig langsam, oder die drei. Die Bots sind natürlich auf jeden Fall auf 100%, das ist ja aber klar. Und das sehen wir auch jetzt, die haben auch schon andere Fähigkeiten, das heißt, das hier ist Entzünden. Das ist Teleportation. Das da müsste Zerschmettern sein. Das heißt, Zerschmettern, da macht man automatisch irgendwie Schaden. Oh ja, wobei, nee, das ist es nicht. Nee. Nee, vergesst, sorry. Ja, aber jetzt beginnt auf jeden Fall das Spiel, das sehe ich an meiner Tastatur noch. Und wir gehen mal wieder auf die Kuh. Und kaufen uns Sachen. Was ist das? Lol. Heal Potion. Eins. Hä? Was ist denn das? Hä, wieso habe ich jetzt so wenig? Ja, okay, egal. Wir gehen jetzt einfach mal in die Mitte. Ich habe keine Ahnung, wieso wir jetzt so wenig Items haben. Und das war ein Fail. Sorry, Leute. Oh Gott. Nein, Aufnahmen abkackt. Kurzer Cut. So, Leute, da bin ich wieder irgendwie. Kommt Fraps, also mein Aufnahmenprogramm mit Windows 10 noch nicht ganz klar. Aber jetzt bin ich wieder da. Perfekt. So, Kamera noch umstellen. Perfekt. Und was macht denn der jetzt da? Hier irgendwo sind jetzt auch die Gegner. Oder auch noch nicht. Keine Ahnung. Egal. Aber warum ist der in der Mitte? Komm schon. Warum geht der nicht einfach top? Das wäre das Einfachste überhaupt. Aber nee, natürlich nicht. So, egal. Ich snack jetzt hier auf jeden Fall mal ein bisschen was. Lol. Ah, da kommt man sogar noch eine Hilfe so angezeigt. Das ist für Anfänger schon ganz cool, muss ich sagen. Und? Mein Champ, jawohl. So, zerschmettern, komm. Verreckt. Oh Mann. Egal. Jetzt auf jeden Fall gleich mal an den Turm. Ich habe keine Ahnung, wo die Bots sind.
Die haben irgendwie keinen Bock auf uns, was weiß ich. Gut, geh mal zurück, wenn der unbedingt will. Aber ich würde jetzt gern mal Level 2 werden. Oder 3 sogar. So. Aber hier sind gerade irgendwie echt keine Bots. Das ist richtig komisch. Aber ich find's geil. Ich meine, so hat man dann einfach ein Free Game, kann man durchrushen und fertig. Und ich gehe wieder zurück. Der hat jetzt noch Glück gehabt, dass er noch rauskam. So, Bums. Aber Katharina ist einfach so ein einfacher Champ. Deswegen spiele ich auch eigentlich gern mit dem. Mit der. Sorry. Da die einfach richtig einfach zu spielen ist. So, jetzt haben wir wieder die Minions. Dann gehen wir mal weiter. So, Moin Tower. Mann, der Tower ist ja schon fast zur Hälfte down. Aber ich verstehe echt nicht, wo unsere ganzen Bots sind. Und, oh ne, ne, wir bleiben da. Bro, ah, da kommt ein Bot, da kommt ein Bot. Da kommt ein Bot. Ne, piss dich. Ne. Oh Mann. Ne, weg da. Oh mein. So, was war das? Beschwörerzauber Heilung. Brauche ich doch noch gar nicht. Für was denn? Wir check's nicht. Ist aber auch relativ egal. Eigentlich halte ich mich sowieso nicht dran. Aber jetzt, wenn's sein muss, mache ich's halt. Wenn's eine Quest ist, warum nicht? So, Bums. Bums. Oh, da ist noch einer. Hier könnte ich mir noch ein bisschen was snacken. Bums. Und Bums. Oh, Heiltrank will der auch noch. Okay. Schade. Schade, genau. Schade, dass ich den Heiltrank nehmen muss. Das ist ja sowas von schlimm. So. Jetzt hier mal noch ein bisschen rasieren. Das Zeug kommt weg. So, verreckt. Ja, was macht unser Mitspieler da? Ja, gut, wenn der nur rumrennt. Oh, gut. Oh, nee. Ah, doch, geil. Da ist irgendwie so ein Bot in den Tower von uns gerannt. Und wieso ist immer jetzt so dritt in der Mitte? Hallo? Leute? Alter, sind die gerade irgendwie dumm oder was? Mal ernsthaft, zu dritt in der Mitte. Was bringt das? Egal, ab zum Tower. Und zerstören. Hier links oben sehen wir jetzt noch die Lebensanzeige vom Tower. So, und zurück. Der wird jetzt sterben. Selber schuld. Ah ne, der stirbt nicht mal. Krass. Wenn der jetzt so weitermacht, dann schon. Ja, gut, den haben wir jetzt auch nochmal ein bisschen gedamaged. Was macht denn der? Nee. Riven, come back. Alter, nein. Ich glaub's nicht. Bam, so macht man das. Oh Gott, nein! Nein! Scheiße, nein! Nee! Hätte ich doch nur mal dahin geguckt. Okay. Ja, jetzt war ich auch dumm, ich geb's zu. Jetzt müssen wir anscheinend das Tutorial auch noch durchmachen. Oh Mann, war das dumm. Oh Gott. Wie dumm muss man sein? Was ist das jetzt? Irgendwie Speed. Jetzt habe ich gerade mal die D ausprobiert. Also Fähigkeit D. Und da oben, die sind ja auch schon wieder fast down, die ganzen Bots. Das heißt, wir rushen am besten in die Mitte durch. Wobei, hier sieht auch gut aus. Dann haben wir das Spiel eigentlich schon so gut wie gewonnen. Also das ist jetzt halt echt einfach, deswegen denke ich auch mal, dass es nicht länger als 30 Minuten gehen wird. So, Bro, was geht? Jetzt hinten bleiben, genau, richtig. Du hast geschafft. Du hast gelernt. So. Lass doch erstmal die Minions hier killen. Ey, ja, Bro. Oder wenn der jetzt nochmal vorkommt, mal kurzzeitig, kann ich das auch nochmal kurz machen. Aber im Moment sieht es nicht danach aus, als ob der kommen würde. Wird zumindest keinen Sinn machen.
Ja, nee, bleib hinten. Genau. Ja, nee. Was machst du? Alter, jetzt hätte ich den fast retten müssen. Und? Ach nee, das war dumm. Oh Mann. Oh, im Normal Game darf ich so nicht zocken. Das wäre dumm. Jetzt bin ich halt echt unvorsichtig wegen der Bots. Da bin jetzt halt wirklich nicht so wie ich, wenn. Wie ich, wenn. Hä? Wie wenn ich jetzt im normalen Game zocken würde. Aber das ist ja auch einfach hier jetzt beim Anfang. Da müssen wir jetzt einfach durchrushen. Das muss sein. Das können wir leider nicht ändern. Oh, da kommt er schon wieder. Ja, moin, Dieter. Angehittet. Oh, das war ja voll wenig, was wir da gehittet haben. Ja, und unser Bro könnte jetzt auch mal langsam zurückgehen. Sag mal, was machen die? Ich check's nicht. Aber wirklich nicht. Ah, den könnte ich kriegen. Oh, ja, komm. Bams. Locker, easy. Aber das war jetzt halt echt einfach. Wenn die Gegner einfach so schlecht sind und mir einfach in die Arme rennen. Ich meine, ja gut, was soll man da schon groß machen? Dann nehme ich natürlich einen Kill gerne entgegen. So, 21 Gold bekommen. Und Bams, Bams, Bams. Oh ne, ich gehe zurück. Ne, wenn ich so ziemlich down bin, dann muss es nicht sein, dass ich jetzt noch kämpfe. Aber der wird auch schon gut gedamaged. Von daher gehen wir doch wieder drauf. Ja, ich weiß, die Logik, die muss niemand kapieren. So, piss dich. Nein. Hör auf! Nein! Komm! Weg! So, Gott sei Dank hat Katharina Teleportation Funktion. Fähigkeit, nicht Funktion. Ja, wobei Funktion ist ja in dem Sinn auch. So, jetzt können wir uns aber endlich das kaufen, wenn wir in der Base sind. Perfekt. Jetzt können wir uns noch sowas kaufen. Was ist das da? Zum Schließen hier klicken, brauche ich nicht. Jetzt müssen wir uns bald einen Zauberstab holen. Gehen wir am besten gleich wieder dahin. Wieso ist unten niemand? Mal ernsthaft. Alter. Jetzt habe ich kurz G gedrückt. Da kommt nämlich so ein Menü. Da kann man dann Maus drüber ziehen. Oh, das sind auch wieder Free Kills, ganz ehrlich. Ich habe meine Ulti, also die R-Fähigkeit. Da kriege ich die so locker. Ich meine, schau euch an, wie down die sind. Bam, bam. Easy. Nehmen mal ernsthaft, das ist einfach sowas von einfach. So, bams. Jetzt pushe ich mal hier ein bisschen. Denn die Bots merken natürlich auch, wo die ganzen Leute sind. Je nachdem, wenn dann in der Mitte drei Spieler sind, da kommen da auch dementsprechend ein paar mehr Leute rein. So, oh. Nee, gegen so eine Kanone will ich nicht kämpfen. Hab ich keinen Bock. So, perfekt. Ach ja, und jetzt kommt Riven hier hin. Ich glaube, die merkt, dass ich einen Plan habe. Zumindest einen kleinen Plan. Und Alter, nein, das glaube ich jetzt nicht, ganz ehrlich. Bams und zurück. Riven, komm zurück. Komm einfach zurück. Riven. Alter, nein. Och, komm. Was soll der Scheiß? Ja, piss dich. Kein Bock. Oh, der wird jetzt da irgendwo campen. Ja. Ja, gut. Was will man da schon machen? Ultimate. Nicht mit gerechnet. Bams. Und wieder Doppelkill. Das ist einfach so geil. Aber ich denke, später, wenn wir dann die Tutorials endlich durch haben, werde ich dann auf jeden Fall noch mit anderen Champions zocken. Denn sonst ist es ja langweilig, wenn immer Katharina zockt. Aber jetzt eben für den Anfang zocke ich das. Da kommt man am einfachsten mit Siegen durch. So, hier wieder kurz ein Ding abfeuern. Und ich gehe mal wieder zurück. Weil ich will nicht sterben, nein. So, Bombs. Wieder W, dann hier den Killen. So, wen haben wir da? Okay.
wird. Wir gehen wieder auf den Tower. Diesmal müssen wir den echt runterkriegen. Oh. Oh, ne. Weg. Alter. Was soll denn der Scheiß? Bombs, Ultimate. Bombs, Bombs, Bombs. Verreck. 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 Junge. Bombs. So machen wir das. Auch wenn es jetzt ziemlich schlecht von mir war. Wir haben es überlebt. Das ist einfach das Beste. Jetzt sehen wir auch, wir haben wieder 3300 Gold. Da können wir uns richtig viel holen. Jetzt holen wir uns das. Und als nächstes holen wir sowas. Immer schön für die Fähigkeitsstärke. Da Katharina da einfach am besten ist. Und ja, Tower. Der ist noch nicht angehittet worden. Der ist schon gut damaged worden. Hier oben scheinen die auch endlich mal was zu machen. Aber jetzt sind die wieder zu dritt oben. Manchmal verstehe ich echt nichts. So, aber wir haben jetzt 13 Minuten um und haben schon zwei Tower, glaube ich, down. Ja, das kann man mal machen. So, Bums, Bums, Bums. Und weiter. Ist einfach so einfach gegen Bots zu spielen. Wenn jetzt halt noch die Teammates richtig gut mitspielen würden, das wär halt episch. Und das war dumm. Ach man. Bums und ab zum Tower. So, jetzt kommen, den kriegen wir down. Oh, Mikrofon, ruhig. Ja, okay, wenn jetzt noch Minions kommen, dann packen wir es auf jeden Fall. Oh, da kommt ein Gegner. Galio. Was willst du? Ja, okay. Den kriegen wir nicht. Ah, Mann, ich will da jetzt gern rein. Ja, okay, zumindest ein bisschen gedamaged. What? Warum ich? Ja, nein, piss dich doch, Ryze. Och, nö. Jetzt noch einer. Egal, wir kriegen die eh down, von daher. Ach so, ich habe keine Ultimate. Oh, fuck. Und Bums, down. Ist einfach so locker easy, wie wir die da töten können. What the fuck? Okay, Riven, du stirbst gerade. Auch wenn du es jetzt gerade nicht merkst. Passiert. Ja gut. Minions kommen wieder, das heißt, wir können wieder drauf. Oh Gott, nee. Also so arg in der Nähe von Freunden bin ich jetzt nicht. Und ich habe meinen Ultimate verkackt. Wie dumm. Bam. Ah, komm. Jetzt kommen natürlich alle Gegner hier in die Mitte. So. Bams. Verreck. Verreck. Jawohl. Bams. Nochmal. Alter. So, verreck, verreck, verreck doch, nein. Echt jetzt, er teleportet sich zurück. Na gut, soll er machen. Stört mich nicht. Bums. Jawohl, Junge. Ah, das war jetzt blöd, jetzt komme ich hier nicht raus. Ja, geil. Geilo, Alter. Ultimate, komm, 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 komm! Gönn hier! Jawohl! Oh, locker ist! Ich renn rum, ich renn rum. Jo! Alles gut? Perfekt! Oh, scheiße! Alter, ich bin so am Arsch. Wenn da jetzt ein Gegner kommt, ich bin wirklich am Arsch. Nein! Als ob! Ja, komm! Verpiss dich doch mal! Komm, einfach nur wegtippen, wegtippen! Ich hab keinen Blitz. Ach, scheiße. Ich bin am Arsch. Jo. War so klar. Ich hab gedacht, hier können jetzt noch Minions sein. Aber nein, Ryze rennt natürlich zurück. Oder was weiß ich, wo der war. Ach, Mann, das hätte ich locker schaffen können. Egal. Hier snacken wir jetzt nochmal ein bisschen Zeug. 730 brauchen wir fürs nächste Item. Aber ihr seht schon, wie wir richtig gut sind. Hier, unsere Items sind auf jeden Fall mega.
Genau, Level 11 bin ich, ganz Bots sind sowieso Level 7 und 8. Und von uns die Leute. Oh, KD. 17 zu 2. Jo, kann man mal machen. So, was geht? Kurz Ultimate. Bams, bams, tot. Das ist so geil, wenn man vor allem gefeedet ist. Das heißt, ich habe jetzt schon viele Kills bekommen. Und bin deshalb stärker als die anderen. Das ist so geil einfach. Ihr seht ja auch schon, ich mache den fast bis zur Hälfte Lebensdamage. Das war jetzt nicht so cool, jo. So, das necken wir aber nochmal alle. Okay. Und jetzt gehen wir zum Tower. Auf geht's. Diesmal will ich den richtig down kriegen. Oh, da kommen die wieder. Ah, okay. Minions kommen auch mit hier rein. Von daher ist alles gut. Und können die jetzt mal langsamer rennen oder so? Da habe ich recht wenig Bock drauf. So, komm. Jetzt kann ich euch killen. Bams. Junge. Geh verrecken. Geh verrecken. Eins und Ultimate. Und komm, du auch noch. Du auch noch. Du kannst dazu. Ja. So sieht's aus. So sieht's aus. Jetzt wird richtig geraged. Come on. Bums. Und Tower. Jawohl. Komm, den müssen wir down kriegen. Meine Attack Damage. Also meine Attack Damage ist ja jetzt nicht ganz so stark. Attack Damage ist Angriffsschaden, wie es der Name schon sagt. Das ist mir jetzt gerade egal, ich mache einen Turm down. Bams. Das hat mich gerade echt nicht gejuckt. 3, 2, ich gucke hier unten nämlich. Und Bams tot. Das ist so einfach. Wie ist unsere KD? 23 zu 2, perfekt. Coolio. So, der wird jetzt von unseren Minions noch ein bisschen gedamaged. Aber jetzt müssen wir auch schon wieder ganz gut damagen können. Ja, sieht gut aus. Was macht denn der jetzt eigentlich da? Ich kapiere nicht, warum die Bots vor allem immer so angerannt kommen. Die wissen doch, dass ich die down krieg. Oh, ja. Ich wollte gerade sagen, das gibt's nicht, dass ich den jetzt nicht krieg, aber hab ihn doch noch gekriegt. Ja, locker, easy. Eigentlich ist es jetzt wirklich schade, dass ich noch das Tutorial durchzocken muss. Denn da geht jetzt halt wirklich viel Zeit um, wo ich noch anderes hätte machen können, also richtige Games machen. Und da dann ein bisschen mehr EP, also Experience Points, Erfahrungspunkte zu bekommen und dann neue Champions freizuschalten. Okay, nee. Das wird nix. Ich glaube, Narsus ist auch nicht ganz so schlecht. Jo, was geht? Jo, was geht? Irgendwie kriege ich die alle immer fast down. So, was willst du? Was will. Ah, ich habe keinen Teleport. Lol. Ja, okay, Riven, könnt du dir auch mal kurz einen Kill. Der wird jetzt auf jeden Fall mal kurz gedamaged. Und unsere Minions machen irgendwie nichts. Kann das sein? Ah, doch, jetzt. Oh, nice. Bums. Ohne die Ultimate. Ach ja. So lässt sich Leben leben. Jetzt Ultimate, der ist auch down. Easy. Jetzt Inhibitor. Dann kommen nämlich wieder unsere Supervasallen. Und dann haben wir eigentlich schon gewonnen. Das Spiel geht jetzt wirklich nicht lang. Und da kommt wieder so einer. Was will der? Ah, ich habe wieder keine Ultimate, lol. Bams. So, ich tippe mich kurz zurück. Ich habe nämlich 5000 Gold. Da wäre es mal schlau, noch neue Items zu kaufen. 41 zu 9. Jo, geil. Könnte ich mir noch so Zeug. Das da geht nimmer. Okay, schade. Egal. Leute, wir haben richtig starke Items. 120 Fähigkeitsstärke, 70 Fähigkeitsstärke und 50 Magieresistenz. 400 Leben und 100 Fähigkeitsstärke. Dann noch
Ja, Schuhe, die braucht man einfach. Fähigkeit, Stärke und Leben. Das ist alles perfekt, so wie man es braucht. Und was ist da los? Ja, hier sind auf jeden Fall jetzt. Hier ist zumindest einer von unseren Supervasallen. Und da werden wir jetzt erstmal richtig loslegen. Oh. Es geht. Und. Ultimate! LOL! Was war das? LOL! Ich will den! Ja, alle Kills. Vierfach Kill? Wo ist der fünfte? Dann können wir noch einen Pentakill bekommen. LOL. Wir haben schon einen Ass gemacht. Krass. Ich habe das gerade echt nicht mitbekommen. So, ab zum Tower. Ja, jetzt seht ihr auch, wie viel Damage wir machen. Das ist richtig übel. Bams, bams, bams. Okay, down. Dann gehen wir zum nächsten Gegner. Oh, der! Das ist ein Freakle! Ah. Hä? Oh. Okay, Inhibitor. Den gönne ich mir jetzt einfach auch noch aus Prinzip. Das gehört einfach meiner Meinung nach dazu, dass man eben alles holt. Zur Hälfte down. So, da sehen wir es auch nochmal. Und. Ist geträgt. So, geht down. Perfekt. Oh, jojo, Freakle. Ah, schade. Ja! Ist der dumm oder was? Ja, geil. Okay. Der will wohl, dass ich die Ultimate mache. Kann ich auch machen. YOLO. So, es war sein Wunsch. Ah ja, ich mag das Spiel. So, der ist fast down. Komm, hol ihn dir. Komm. Fünffach Tötung, jawohl. Das wollte man doch haben. Jetzt gönnen wir uns noch schnell die Tower und dann ist das Spiel eh vorbei. Den Tower noch. Den haben wir auch schnell down. Bams, 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 down. Das seht ihr sehr, wie schnell das Ganze geht. Nochmal Ultimate, hab grad Bock drauf. Jetzt. Komm, dich snack ich. Bams. Bams. Das ist so geil. GG. Geiles Spiel. Okay, nach einem kurzen Cut sehen wir uns nochmal. Bis gleich. So, hier sind wir im Endscreen. Wir sehen es jetzt hier 42 zu 2. Das war jetzt halt richtig einfach. Dadurch, dass wir eben Bots als Gegner hatten. Jetzt müssen wir mal schauen, welche Stufe sind wir. Profil. Wir sind Stufe 2. Ah, jetzt bin ich gerade am Überlegen, wann ich richtig Games machen kann. Normal. Freie Wahl. Wann geht? Ah, okay, das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich noch ein Game machen. Ihr seht ja, wir haben ja fast Stufe 3 erreicht. Und ja, da würde ich einfach sagen, im nächsten Game holen wir dann Stufe 3. Das ist zwar nochmal gegen Bots. Aber danach sind wir Stufe 3 und zocken dann richtige Games, also normal. Und ja, da würde ich einfach mal sagen, danke fürs Zuschauen. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, Leute, haut rein. Ciao.